Neben dem Krankenhaus Göttliche Heiland in Wien 17 befindet sich das Haus Lena, das mit seinem Projekt Young Mom junge Mütter durch die Schwangerschaft begleitet. Die 15-jährige Rada ist bereits im 9. Monat schwanger und hat in der Früh eine vaginale Blutung gehabt. Deshalb sucht sie ihren Arzt Dr. Lass für eine Kontrolle auf. Begleitet wird sie dabei nicht vom 17-jährigen Kindesvater Gabriel, sondern von ihrer Mutter Jasmina. Bei Ihnen wegen einer Untersuchung, weil ihr ist nicht so ganz gut. Ich bin heute hergefahren, weil ich im Unterleib ein Ziehen gehabt habe. Ich mir Sorgen gemacht habe, irgendwie, dass jetzt losgehen kann. Jede Frau oder jedes Mädchen auch soll jederzeit herkommen, sich Sorgen macht. Weniger Kindsbewegungen, Blutung, Fruchtwasserabgang oder nur Wasserabgang. Besser einmal eine Kontrolle mehr als eine zu wenig. Und hast du Schmerzen auch schon so regelmäßig? Ein bisschen im Unterleib, ja. Okay. So alle 3 bis 4 Minuten? Oder ist es noch seltener? Verschieden. Noch unregelmäßig? Ja, unregelmäßig. Okay. Machen wir gleich mal einen Blick auf den Mutter-Kind-Pass und bitte mal den Mantel herlegen. Das werden wir uns alles anschauen, jetzt in Ruhe. Ja. Hast du eine vaginale Blutung gehabt oder irgendwas? Ein bisschen ist Blutung da, Herr Doktor. Und ganz leicht. Okay. Ganz leichte Blutung. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, das ist das Zeichen. Das heißt, der Muttermund wird ein bisschen aufgehen schon wahrscheinlich. Mhm. Und durch das Aufgehen des Muttermundes kommt ein bisschen zur Blutung, ein bisschen Schleim. Mhm. Das ist wunderbar eigentlich. Und ja. Und ist schon auch richtig so Wasser geflossen, auch wie wenn man was, Glas Wasser umschüttet? Das nicht bis jetzt. Okay, also noch kein Blasensprung. Okay. Nein. Na gut, dann leg dich gleich mal dorthin, dann werden wir das CTG anlegen und dann werden wir schauen, wie es dem Kind geht. Ich habe meine Mutter mitgenommen heute, weil der Gabriel irgendwie wieder unzuverlässig war. Er hat es zwar bei mir läuten lassen, aber es hilft mir nicht viel. Gut, wir werden jetzt mal die Herztöne vom Kind suchen zuerst. Schalten wir mal ein das Gerät. Dreh dich mal ein bisschen an den Rücken, bitte. Wir müssen mit diesem Ultraschallkopf genau über dem kindlichen Herzen sein, damit wir eine gute Frequenz kriegen. Wir haben schon. Das Kind schlägt mit einer Frequenz von 140 Schlägen pro Minute optimal. Ich freue mich immer, wenn ich die Herztöne her. Weil es ist schön. Mein Baby. Auf wen werden Sie, Herr Doktor? Auf wen? Jetzt. Das schaue ich mir auch an. Das ist der Venenschreiber. Den legen wir jetzt an, wenn wir das Herz vom Kind gut dargestellt haben. Super. Oder werden wir diesen Venenschreiber auch anlegen. Aber schon der erste Eindruck, der Bauch ist schön weich. Also ich glaube nicht, dass da wirklich gute Wehen da sind. Mhm. Ja. Ja. Nein, ich glaube auch nicht. Also wird es nicht. Ich glaube, dass es noch nicht losgeht heute. Das in vielleicht 2, 3 Tagen oder so kann man rechnen, oder? In 2, 3 Tagen könnte es sein, aber es kann auch jetzt in 5 Tagen sein. Oder es kann auch schon sein heute am Abend. Das weiß man nie genau. Das weiß man nicht. Aha. Naja. Es wird langsam Zeit. Das kommt, finde ich. Weil ich kann selber auch nicht mehr und ich möchte es endlich haben. Wann das Baby kommt, kann man nicht wirklich sagen. Was man vielleicht noch machen sollte oder könnte, wäre auch eine Muttermunduntersuchung. Die macht allerdings nur dann wirklich Sinn, wenn Wehen da sind. Wenn man erwartet, dass es losgeht, dann kann man den Muttermund anschauen, kann schauen, ist der Muttermund weich, geht der Muttermund ein bisschen auf, dann wird die Geburt bald mal losgehen. Wenn es sich kommt, dann wird er eingeleitet. Stimmt, die Einleitung kann auch dauern. Kann innerhalb von ein paar Stunden funktionieren oder auch 3 Tage dauern, theoretisch. Wenn man eigentlich anleitet, ist die Geburt dann irgendwie schwerer, weil das Kind ja dann nicht raus will, sondern... Ja, es ist nicht wirklich schwerer, also optimal ist, wenn es nur selber losgeht. Weil dann ist die Kontraktion der Gebärmutter, das Zusammenziehen und das Öffnen vom Muttermund sehr gut aufeinander abgestimmt. Wenn wir einleiten, macht man den Muttermund weicher zuerst und das kann ein bisschen unkoordinierte Wehen noch machen. Also optimal wäre es, wenn es von alleine losgeht. Ja. Ich bin froh, dass alles in Ordnung ist. Und jetzt kann ich heimfahren mit einem guten Gefühl, weil ich weiß, ja, okay, mein Baby geht's gut. Bei mir passt auch alles und deswegen bin ich froh, ja. In Wien-Simmering ist die hochschwangere 15-jährige Rada traurig, dass ihr Freund Gabriel während der Schwangerschaft nicht für sie da ist. Denn als sie wegen einer Blutung ins Spital musste, hätte sie ihn gerne an ihrer Seite gehabt. Auch Radas Mutter Jasmina macht sich Sorgen. Na, wo ist er, der Gabriel? Hm? Weiß ich nicht, er hat sich vor 2 Tagen gemeldet. Und? Aber? Ja, ich weiß nichts. Macht er wieder wie immer? Einmal kommt, einmal nicht? Hm? Keine Ahnung. Hm? Du, ich halte nicht mehr aus, wenn das so weitergeht, wirklich. Ich verstehe schon, dass meine Mutter sich Sorgen macht, weil ich eben ihr Kind bin.
und selber jetzt ein Kind bekommen. Und sie eigentlich ja nur das Beste für mich will. Du hast Wehen gehabt, du hast Schmerzen gehabt, der war nicht da. Ich gehe morgen arbeiten. Und wer wird dann mit dir sein, wenn was passiert? Ich habe ein Handy, ich habe ein Guthaben, ich rufe dich an, wenn was ist. Ja, bis ich komme oder wenn was ist, der muss da sein einfach. Wenn er gesagt hat, der sollte kommen. Und ich komme da spät um Mitternacht und am nächsten Tag schleicht er sich wieder und dann wie immer. Und nur Freunde, sind die Freunde immer wichtiger jetzt als du? Du glaubst mir, tut's nicht weh, wenn ja, er machst du die Augen auf. Jetzt sag mir, was machst du weiter? Wenn das so weitergeht, ich schmeiße euch raus. Ich halte nicht mehr aus. Ja, aber ich kann ja nichts dafür, wenn er mir sagt, er kommt und ich warte auf ihn. Hast du jetzt gesagt, ich habe recht? Was hast du für Meinung über ihn? Erwartest du nicht, dass dein Mann da ist, dein Freund? Und du, dass er sorgt ein bisschen für dich, was glaubst ja, du? Ja, er geht mir auch auf die Nerven. Ich würde ihn am liebsten selber erschießen. Wenn ja, er mir sagt, er kommt und er kommt nicht, dann kann ja, ich ja nicht. Pass auf, wenn er nicht kommt, das ist jetzt allerletzte, dann seid ihr raus. Draußen beide. Ich würde die Räder rausschmeißen, wenn ihr Freund, der Gabriel, ne, wenn Gabriel, ihr Freund, immer wieder dasselbe macht und stillt oder nicht folgt oder nicht sich jetzt um Arbeit weiter kümmert. Und auch wenn sie sich nicht um Baby in Zukunft kümmert, dann ist sie raus. Ich glaube nicht, dass meine Mutter mich rausschmeißen wird, weil ich ihre eigene Tochter, also ihre einzige Tochter bin und weil ich weiß nicht, aber wenn ich mich nicht wirklich ums Kind kümmern würde und den ganzen Tag nur schlafen würde und so, ist klar, dass sie mich dann rausschmeißen wird. Das würde ich auch machen, wenn das mein Kind wäre. Du lässt ihm alles gefallen und ich muss auch, aber ich mag das hab ich, nicht. Wie oft habe ich mit ihm geredet? Wenn er sich nicht ändert, will ich ihn nicht mehr sehen. Habe ich das nicht oft genug gesagt? Dann sagt er, er ändert sich und ändert er sich. Nicht, dass er um Mitternacht kommt wieder. Das geht nicht. Ja, ich weiß nicht, wann er kommt. Ich lasse ihn nicht in der Wohnung. Ne? Der hat nicht Termine oder Arbeit, der hat nur Freunde draußen. Ja, ich habe erfahren, es spät, dass er, also in Kriminalität befassen ist, also verbunden ist mit diesen Stellen und auch so. Ja, einbrechen oder stehlen oder sowas. Und das ist seitdem ist er für mich irgendwie ganz wie gestorben, ich kann sagen. Der Gabriel ist ein Arschloch, weil er nie auf andere hören will. Also er hört lieber auf seine Freunde anstatt auf meine Mutter oder auf mich. Ich will, dass er kommt, dass er da ist. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Und dass wir weiterschauen, was wir machen. Das wir haben so ja viel auch. Zum Überreden. Das will ich ja auch. Ich will ja auch, dass er da ist. Dann musst du ihm sagen, du Gabriel, wenn du nicht kommst, will ich dich nicht mehr sehen und aus. Du brauchst nicht mehr kommen, du sollst nicht, du kümmerst dich nicht, du fragst nicht, du telefonierst nicht, gar nichts. Weil das ist dein Baby und Gabriel Baby, nicht mein Baby. Ich bin Oma und ich weiß in Zukunft, was ist meine Aufgabe. Ich weiß auch, was meine Aufgabe ist, aber er anscheinend nicht, was seine ist. Das dann weiß musst ich du ja. mit ihm reden und sagen, aus, ich habe mir überlegt, ich will dich nicht mehr sehen, bis du dich nicht änderst. Und aus. Anstatt bei seiner Freundin zu sein, zieht Radas 17-jähriger Freund Gabriel es vor, den Tag mit einem Kumpel zu verbringen. Was Besseres hat er auch nicht zu tun, denn die Schule hat er abgebrochen und Job hat er keinen. Geht eigentlich deine Freundin, ist der diese Blade da, diese Rada oder wie die heißt? Was der, diese Schwanger hat so eine Wand. Wie bist du dazu gekommen, dass du sie schwängerst, der Strafe? Nein, das war im 11. Bezirk, in St. Marz Hotel. Da bin ich über sie drüber gestiegen. Wo? Nein, in ein Hotel, weil ihre Eltern waren die ganze Zeit zu Hause, da konnten wir nicht halt Sex machen. Und dann habe ich gesagt, ja komm, geh mal in ein Hotel für eine Nacht. Warum seid ihr zu dir gefahren? Da ist eh fast immer niemand, oder? Ja, aber bei mir so weiter weg, da wollte ich nicht so hinfahren. Wir haben halt Sex gemacht und wir wollten halt kein Kind. Und dann ist es irgendwie passiert. Ich verstehe den Gabriel schon, dass er gerade mit der Rada im Hotel
Sex hatte, weil nämlich wenn es also zu der Rad oder zum Gabel gefahren wäre und da wäre auf einmal einer auftaucht, dann ist das schon blöd, oder? Scheiße, hätte ich dir niemals zugetraut, dass du ein Kind bekommst. Jetzt. Noch dazu, wie all diese 14, 15? 15. Dieses minderjährig. Was halten ihre Eltern davon? Ja, ihre Mutter hat am Anfang einen Schock, hat geschrien, wie die ärgste Folie. Ja. Also ich finde es nicht gut, dass er also reif dafür ist, ein Vater zu werden, weil er immer so mit seinen Freunden herumrennt und sich, ja, also sich nicht um das Kind kümmert. Du kannst nicht mehr mit Freunden herumgehen und so Scheiße bauen, gell? Mehr fladern und alles. Egal. Ja, nichts egal, erst dein Kind kommt auf die Welt und du gehst einfach dann wieder fladern oder was? Wenn jemand zu mir sagt, dass ich so aufhören soll mit Stehlen, dann sage ich, ja, ich werde es eh tun, aber immer meine Freunde verleiten mich zum Stehlen dazu. Ich glaube schon, dass der Gabel sich ändern wird, wenn das Kind auf der Welt ist. Also weil er nicht will, dass das Kind so endet wie er. Gehst du auch Geld bei den Stollen und warum? 20 Euro anziehen. Für was? Ja, weil ich Geld braucht habe. Und was hast du mit dem Geld gemacht? Richtig gamblen? Ja, wie im Automatenspiel. Was hast du noch gemacht? Gar nichts. Ich habe vorige Woche einen Kinderwagen gespielt. Von wo? Von so einer Stiege. Du bist ein Affe, Alter. Ja, wenn man ein Kind bekommt, nicht mit Geld pflanzen, sondern Kinderwagen und Babys anstehen oder was? Ja, warum geh zahlen? Arbeiten, warum zahlen? Geh arbeiten, das ist das Beste, glaube ich. Ich, wenn du ein Kind bekommst, hast du kein Geld, was willst du ein Kind kaufen? Willst du nur von Kinderbeihilfe leben oder was? Sozial? Nein, nicht sozial. Arbeiten und Kinderbeihilfe. Weißt du, was so ein Kinderwagen kostet? 200, glaube ich. Ja, das zeige ich dir dann nicht. Dann kann ich dir das nicht zeigen. Wie hast du das Kinderwagen gestohlen? Hast? Ich habe mich nur nach Hause geführt. Habe ich tragen, kann man jetzt anklappen. Hat dich niemand dabei erwischt? Nämlich so wie du dich immer anstellst, alle Diebstähle. Okay, ich war auch ein paar Mal dabei, aber so wie ich dich kenne, du bist Depp dafür. Nein, ich habe es einfach genommen und gesagt, wenn ich Leute angehört, das ist von meiner Mutter, der Sohn, der Kinderwagen, und den muss ich nach Hause bringen. Was hat dein Vater dazu überhaupt gesagt zum Kind, dass du gefladert hast? Nein, ich habe ihm erzählt, das habe ich von einem Freund bekommen und alles. Und dein Vater, das glaubst? Ich kenne den Vater auch, er hat sich ja schon wieder geschrien mit dir. Nein, er hat gesagt, ich habe gesagt, den habe ich von einem Freund, von welchem? Da habe ich gesagt, von 21, so ein Alex. Und dann hat er es mit mir. Ja, der Alex. Wie kannst du Kinderwagen fahren? Das ist super, musst du sehen. Ich komm mit. Gabriels Freundin Rada weiß übrigens noch nichts vom besagten Kinderwagen. Da schau mal, cool, Alter. Super Leuchte. Das ist nicht gut? Gut ist schon, aber drei Räder heißt. Und wie findest du es? Sehr gut, dass du es gefladert hast. Ich finde es nicht gut, weil er fladert, weil er sonst immer von der Polizei erwischt wird. Und ja, schon scheiße. Geh mal. Einfach. Zurück bei Rada und ihrer Mutter Jasmina. Das Thema? Wie immer, Gabriel. Hoffentlich wirst du nicht auch im Spital alleine sein und das nachher auch noch. Ne? Wie oft rede ich mit ihm, wenn er herkommt? Hast du Mama gesehen? Ich habe auch Freund gehabt. Aha, das machst du nicht, das machst du nicht. Raus, da ist die Tür, bitteschön. Lass mich auch mal was sagen. Du redest zu viel. Na gut, dann rede du jetzt. Ich höre zu und wie oft habe ich ihm gesagt, dass wenn er... Gut. Wie oft habe ich mit... Oh, ja. Gott sei leise. Dass ich nie zu Wort kommen darf bei meiner Mutter, das macht mich verrückt. Das ist eine Katastrophe. Da platze ich innerlich wirklich. Es regt mich so auf und deswegen fange ich auch meistens an und zum Weinen, weil ich so angefressen bin. Wie oft habe ich mit ihm geredet, dass er gekommen ist? Warum kommst du so spät? Mhm. Ich hatte Schmerzen, ich war im Krankenhaus und wo warst du? Ja, wo war er? Er ist umeinander gesandt, umeinander versandelt. Mhm. Ja, und wie oft rede ich mit ihm? Ja, und wenn... Und ändert er sich? Nein. Und kann ich was dafür... Kann ich ihn jetzt... Soll ich ihn jetzt schlagen, oder was? Nein, aber wenn er nicht... Wenn er kommen will, wird oder will, sagst du, tut mir leid, jetzt ich bin nicht zu Hause und ich will dich nicht sehen. Ja, wie wenn das so leicht wäre. Warum nicht leicht? Du liebst ihn ja nicht. Es ist nicht nur Liebe wichtig. Von Liebe kann man nicht leben. Ich denke mir schon, dass ich das finanziell mit dem Kind schaffe, weil... ich 650 in Karenz bekomme und ich das Geld aber nur fürs Kind ausgeben werde. Also ich werde es nicht für irgendeinen Blödsinn ausgeben, den ich gerade nicht brauche, sondern eben
Ich werde schauen, dass ich immer ein Geld fürs Kind habe. Liebe ist, wenn sich er interessiert mehr, andere, auf andere Art. Warst du noch nie verliebt? Nein, warst du nicht. Und? Ja, ich war verliebt. Du warst auch nicht immer stark. Aber wenn Baby da ist. Ja, wenn es da ist, ist es aber noch nicht da. Trotzdem muss er jetzt schon ein bisschen da sein für dich. Ja, dann rede du mit ihm. Und wenn er Versprechungen, ja, dann rede du mit ihm. Wenn er etwas verspricht, dann muss er halten. Das ist das.